Missing someone. Hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es in dem Video um mein Packen für die Berufsschule. Und zwar habe ich hier schon einen großen Koffer stehen. Und hier noch meinen kleinen Samstagskoffer. Und wir sind ready zum Packen. Es ist heute Montag. Ich habe jetzt noch 3,5 Tage Arbeit. Und dann am Samstag gehe ich nochmal einkaufen. Und am Sonntag fahre ich auch dann schon in die Berufsschule. And yes, ich freue mich. I'm motivated. Zuerst geht es noch ans Zusammenräumen. Ich habe meinen Boden jetzt gesorgt. Gewaschen gehört er noch, aber das mache ich dann nicht jetzt. Genau, ich muss dann jetzt in die Berufsschule. Badewanne. Und muss für die Berufsschule noch alles zusammenräumen. Ich glaube, man sieht den Dreck hier. 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 Überall liegt noch was herum und ich würde sagen, wir fangen auch jetzt gleich an zum Packen. Ich stelle euch mal wohin und genau. So, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit ein Bettzeug, Decke und Polster. Ganz wichtig. Und zwei Leintücher, wo nur eines davon passt. Ich weiß nie welches, deshalb muss ich leider beide mitnehmen. Ich weiß nur noch nicht, ob es nicht schade ist, wenn ich so packe. Weil dann kann ich im Stehen noch alles hinzufügen, was mir fehlt. So. Dann kommt da zwei Stofftiere rein. Die nehme ich aber erst zum Schluss mit. Und jetzt hole ich mal meine ganzen Bücher von unterm Bett, weil die müssen da auch auf jeden Fall noch rein. Meine PK-Mappe. Einmal kaputtes Buch. Ja. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und das brauche ich eigentlich gar nicht. Fünf und sechs. Ich frage mich, wie da noch trinken, essen und Quarantäne passen soll. Mit den blöden Mappen ist eh schon alles voll. Schultasche und Schulsachen. Mein Make-up-Täschchen bleibt noch da. Ein Schlüssel. Klospray. Also. Ich nehme eine Mappe mit, die blaue vorerst, die bleibt noch zu Hause und ist dreckig, kann man das sehen, ja da und ich weiß nicht von was. Auf jeden Fall, die gebe ich mal zur Seite, die muss noch nicht mit, aber die muss ich dann noch reintun. Ich glaube, ich packe auch gleich Gewand ein, weil 4 Tage sollte ich die Sachen eh nicht mehr anziehen. Taschenbücher, Zucker,
Airwaves. Dann suche ich mir noch ein Gewand. Das werde ich wahrscheinlich anziehen. Ist bauchfrei. Ja. Dann habe ich hier noch eine Weste, die ich gerne anziehen würde. Ist natürlich auch bauchfrei. Zwar die in grün. Die trage ich so selten, aber finde ich so schön. So, dann haben wir schon mal zwei Tage. Da. Ich habe so wenig gewandt. Ich weiß nicht, was ich mitnehme. Kennt jeder. Ich glaube, ich nehme noch das mit. Das ist auch zum drüberziehen was. Finde ich auch voll cool. Schon wieder so schneekes Licht in der Enge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Socken für die erste Woche. Die Tür nervt mich. So, ich habe jetzt auch schon Handtücher und so zusammengerichtet. Also hier Handtücher und zwei bauchfreie Leiberl. Ich kann sowas während dem Arbeiten halt einfach nicht anziehen und ich ziehe sowas sehr gerne an. Das kommt jetzt alles auch noch in den Koffer. Ich hoffe, das geht sich alles aus. Möchte ich unbedingt was mitnehmen, das hat mir mein Freund gekauft und ich kann das sonst einfach nie tragen. Und zwar ist es so ein schulterfreies Oberteil und das dazu passende Unterteil. Die kommen auch mal rein. Kommt ein Leiberl, mein Hollister-Leiberl, das ist mein allerliebstes Leiberl. Dann kommt mein Schlafleiberl, das Harvard-T-Shirt. Ich finde das so bequem. Das ist so groß und bequem und ich liebe es. Irgendwo da ist auch eine Schlafhose. Gelbes Oberteil. Und irgendwas, das zu grün passt. Da nehme ich, glaube ich, das. Das ist ein Body, aber das ist nicht so schlimm. Ich gehe mal ins oberste Stockwerk. Dann nehme ich eine Weste, oversized, mit. Ich weiß überhaupt nicht, was zu den Sachen passt. Ich nehme das jetzt einfach mit. Dann nehme ich einfach noch das mit. Das ist schlicht weiß mit so Gold. Eine Mom Jeans. Eine Lederhose. Eine etwas kürzere Hose. Schwarz. Das graue Oberteil. Was für die Haare. Shower Gel. Zahnpasta. Shampoo, Conditioner und Haarmaske. So, dann brauche ich nur mein Make-up. Mache mir dann noch eine Liste, was alles fehlt und das kommt dann noch so. Ab hier wird nur mal ein Voice-Over folgen, weil ich meinen Freund und meine Familie und so weiter nicht möchte, dass man sie hört oder was wir reden und so, während ich filme, vor allem weil ich sie nicht im Zimmer filmen wollte. Genau, da packe ich meine Koffer an. Bevor wir überhaupt aufs Zimmer durften, musste ich erstmal einen Gentest machen, was sich eigentlich nichts bringt, weil man dadurch nicht mehr wirklich was sieht, wenn man was hat. Da habe ich ein wenig versucht, das alles anzurichten. Mir hat es aber dann doch nicht gefallen. Ja, mein unordentliches Bett, genauso wie der Rest. Es schaut aus wie im Saalschall bei mir. Eigentlich immer. Genau. Und da oben steht mein Oktopus. Und da habe ich schon mal schöner zusammengeräumt. Jetzt sieht es wieder aus wie Müll, aber egal. Und dann habe ich mich auch schon gewaschen, Haare gemacht und alles. Und
Das war auch schon das ganze Video eigentlich. Hier zeige ich euch noch, was in meinem Schrank ist. Meine Make-up-Ecke ist vor allem sehr voll. Also da liegt jeglicher Müll rum. Und ja, dann habe ich auch schon gelernt und meinen ersten Schultag mitgefilmt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist. Und du kannst mir auch gerne kostenlos auf YouTube folgen, Insta folgen, TikTok folgen. Genau, alles ist in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss!